einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gerne dein Like, dein Abo und dein Kommentar da. Und es geht los mit dem Orakel. So, dann kannst du gerne auch den Kanal unterstützen. Schau einfach mal in die Infobox. Dort findest du auch die Podcast-Folgen, denn du kannst auf jeder Online-Plattform auch den Podcast zum Thema Selbstliebe streamen. Legen wir mal los. Hier geht es um Grenzen. Also soll heute das Thema Grenzen für dich schon mal im Fokus stehen. Wo legst du Grenzen noch nicht ganz im brieflichen Sinn? Also wenn du schreibst teilweise, aber auch in der Arbeit, bist du sehr wenig in deinem Grenzvermögen drin. Auch in Partnerschaft oder Freundschaft liegt hier das Grenzverlangen viel mehr da. Du solltest viel mehr in die Tatkraft gehen, für dich natürlich viel mehr somit auch einstehen. Denn Grenzen zu ziehen bedeutet manchmal, die eigene Stärke wieder zu fokussieren. Und darum geht's heute. Man sieht ganz klar, der Tatendrang geht in deine Festigung und zeigt auf, dass wenn du lernst, für dich gesunde Grenzen zu ziehen, viel mehr Energie für deine Beständigkeit da liegt. Und die liegt heute vor allem auch im Beruflichen drin, denn das Berufliche gibt heute nicht nur eine Lösung, wenn du für dich einstehst, sondern auch neuen Mut und neue Stärke. Das heißt, hier kann ein neues Kapitel angefangen werden, was deinen Finanzfluss wieder ein bisschen mehr zum Laufen bringen kann. Und das ist natürlich wundervoll für dich. Wir haben den Rochen und das ist die Selbstmeisterung. Ein Lehrer der Meere gleitet in dein Leben. Neue Einflüsse und Strömungen führen dich zu neuen Erkenntnissen. Sei lernbereit und das ist natürlich hier deine Lernaufgabe. Dieses Grenzen setzen heißt ja nicht, jemandem anderen schädlich zu sein, sondern ganz klar aufzuzeigen, bis hierhin und nicht weiter. Denn ich persönlich habe A, meinen Persönlichkeitsraum, ja, wo ich mich wohlfühle, meine Wohlfühloase. Und dann gibt es da natürlich auch noch den Raum der Wertschätzung, wo nicht gegeben ist derzeit. Dir fehlt die Wertschätzung sehr, erkennt man gerade im Partnerschaftlichen und auch im Beruflichen, denn du weißt gar nicht, wie du vorankommen sollst. Dir fehlt irgendwie so der letzte Kniff, um in deine Erfüllung zu gehen. Aber die Erfüllung kannst du erst erkennen, wenn du wirklich bei dir ankommst. Und dafür ist die Selbstmeisterung wichtig, die neuen Einflüsse und die neuen Erkenntnisse, die du aber nur bekommst, wenn du Grenzen ziehst, dich ein bisschen mal von der Außenwelt abkoppelst. Das heißt auch mal Fernseh und Handy auslassen und somit bei dir ankommst und erkennst, was brauche ich wirklich? Wie reagiere ich auf mich selbst, wenn ich mal nicht von derzeit leider negativen Medieneinflüssen gelenkt werde oder auch von Ablenkungen, ja, Handyspiele oder Konsolenspiele oder einfach nur eine Netflix-Serie. Da liegt heute dein goldener Meisterpunkt, wenn du das denn schaffst. Und wir haben die Sensitivität mit dabei liegen und das ist ja wundervoll. Wenn du deine Sensitivität wieder erlangst und auch erkennst, wie du dich jetzt mit dir als Mutter Natur oder mit dir als Schöpfer, Schöpferin ja verbinden kannst, dann weißt du ganz genau, es geht in die Richtung, die es gehen soll. Denn hier, deine Seelenstärke geht in die Fassung. Das bedeutet, für dich wird heute nicht nur beruflich, finanziell was sehr gut laufen, sondern auch in deinem Seelenweg wird heute nennen wir es mal symbolische Unterschrift getätigt, dass du ein Lernthema wirklich anerkennst und dadurch deine Begabungen, deine Handlungen mit sehr viel mehr Sensitivität ausführst und auch merken wirst, wie dein Energiefeld sich neu formiert, generiert und dann auch tatsächlich für sich selbst einstehen kann. Und das passt ja super mit der Kakerlake zusammen, mit der Reinigung. Es ist Zeit, innezuhalten, nach Hause zu kommen, die dunklen Ecken und Winkel zu betrachten. Komme mit dir selbst ins Reine. Ja, ohne Worte, der Rückzug liegt da. Der Rückzug vom Außen, der Rückzug von der Arbeit, der Rückzug auch mal vom Partner. Es ist ja schön, Liebe hin oder her. Aber irgendwo hast du ja auch dein Leben, was du mit einem Partner nicht aufgibst, aber kompromissbereit machst. Heute sollte der Kompromiss aber mal für dich sein, dass du zählst und nicht die Partnerschaft allgemein, sondern heute musst du deine Zellen für dich neu formieren und somit dir deinen eigenen Vertrag auch geben. Das heißt,
Wenn du heute wirklich bei dir ankommst, wirst du dich auch dafür entscheiden, ja vielleicht sogar ein Coaching bei mir zu machen für die Berufung, das innere Kind oder die Selbstliebe oder den Online-Kartenkurs oder eben für dich eine andere Fortbildungsmöglichkeit zu finden. Denn die Reinigung durch den Rückzug in Form deiner Sensitivität und der Selbstmeisterung zeigt dir an, wo du noch keine Grenzen gesetzt hast. Und dann wirst du merken, die Grenzen setzen ist gar nicht so schwer. Ja, wir haben nämlich hier die Gedankenwiederholung. Das ist sehr schön, denn die Reinigung zeigt dir auf, wo du einfach die Wiederholung hattest. Und die Wiederholung liegt ja nicht nur in deiner Tat. Deine Tat geht ja von deinen Gedanken aus. Und das zeigt dir einfach auf, gerade im zwischenmenschlichen Bereich, sind die Trigger-Thematiken heute sehr, sehr groß, dass du eventuell in die Wiederholung gehen könntest. Aber da dein Feld in der Reinigung liegt und du schon den Drang verspürst, dich heute zurückzuziehen, wirst du merken, du wirst diese Gedankenwiederholung erkennen und jetzt merken, was dir wirklich gut tut und was dich wirklich stark macht. Und vor allem, wer dir beisteht. Aber nicht nur, wer dir beisteht, sondern wer dich auch wirklich so schätzt, dass er dir bei allem, was dir wichtig ist, auch weiterhelfen würde. So ist es und das Außen ist ein Teil davon, wo Schuld daran ist, dass du das erkennst. Und das ist natürlich schön. Und wir haben hier die Gottesanbeterin mit der Intuition und der Stille. Werde still, geh in die Meditation, nimm Verbindung zur Quelle in dir auf. Du bist geschützt und geführt. Und das zeigt natürlich den Weg deines Herzens gerade auf und sagt dir aber auch heute, alles was passiert, ist für dich notwendig, dass du deine Selbstständigkeit für dich entdeckst, dass du dich nicht mehr manipulieren lässt vom Außen und vor allem endlich bei dir ankommst und dein neues Kapitel im Leben beginnen kannst, jetzt in der endlichen Reinigung, in deiner neuen Sensitivität und ohne jegliche Wiederholung.